Jo, ach, da oben ist die Kamera. Ja, willkommen zu meinem Desktop und zu eFootball 2022. Ja, jetzt müssen wir erstmal warten. Die erstmalige Installation wird ausgeführt, denn es kam ein neues Update und bis zu diesem Zeitpunkt habe ich ja das Spiel minimiert. Moment, ja, ich muss erstmal ja meine Larve ein bisschen größer machen. Hallo. So, also, wo ich mich das erste Mal hier reingekuschelt habe, war das eine absolute Katastrophe. Also ich selber spiele Fußball in meiner Freizeit und bin auch so relativ sportlich unterwegs. Und ich spiele seit 2008 Pro Evolution Soccer. Und jeder, der das Spiel kennt, weiß, jede Version hat da so seine Höhen und Tiefen. Jeder hat da so seinen eigenen Favoriten. Ich bin mit der 2020 derzeit eigentlich sehr zufrieden. Gibt natürlich da auch immer wieder Aufreger. Das ist übrigens, Fußballspiele sind die Spiele, wo ich mich am meisten echauffiere. Das sind hier nicht irgendwelche Ballerspiele, sondern Fußball. Ich reg mich auf. Auch wenn das keinen Sinn macht, auch wenn es unlogisch ist. Aber ich habe ja hier jetzt mein Gamepad hier angeschlossen, damit man das auch sieht, wo ich hier drauf drücke. Damit das vielleicht auch ein bisschen nachvollziehbarer ist, wenn ich da meine Figürchen auf dem Platz bewege. Ah, Moment, ich bin noch gar nicht fertig. Ich muss mich ja erstmal minimieren. Mini, mini. Warte mal, das muss hier runter. Der macht ja noch Eigenwerbung, hä? Naja. Nee, komm, komm. Sieht so grauenhaft aus. So. Ja, jetzt muss ich erstmal gucken. Oh, das ist. Mir tut echt dieses Kopfschmerzblau. Niemand, der ansatzweise Ahnung von Computerspielen hat, nimmt einen blauen Hintergrund. Weil das Kopfschmerzen verursacht. Okay. Controller. Config 1. Config 1. Sturm. Spieleranwahl, aus, aus, manueller Pass, ist aus. Das sagt er gleich aus, ist Stufe 4. Schusstyp manuell, Richtungshilfe aus, Zielhilfe, Zielhilfe? Aus. Antäuschen Befehlstyp. Kriegt er eh nicht alleine geschissen. Tödlicher Pass, Torschuss. Ach, das ist noch gespeichert vom letzten Mal, oder was? Mal gucken. Schauen wir mal. Kamera. Anleitungsvideo. Befehle im Spiel lernen. Schön. Früher konnte man das mal selber machen. Da wurde man selber auf den Platz gestellt und dann gab es hier ein paar Übungen, die man machen konnte. Jetzt muss man das sich in so ein schwachsinniges Video angucken. Da kann ich mir ja gleich im Internet auf YouTube irgendeinen Deppen angucken, der das Spiel spielt. Ey, Moment mal. So, Benutzerinfos. Hey. Komme ich hier wieder zurück? Strategie. Kann ich nicht. Hier gibt es keine Strategie. Das hatte Konami auch nicht bei der Veröffentlichung. Warum sollte es hier gehen? Spiel authentisch steht dahinter. Oh, jetzt bin ich gespannt. Spiel beenden. Spiel. Hier können Sie Gelegenheitspartien spielen. Ja, mehr gibt es ja nicht. Controller 1. Spiele schon mal mit Bayern gehen. Nehmen wir mal ein bisschen was. Ja, Barca. Black Screen. Ja, Einstellungen. Ich lasse das jetzt mal auf Fortgeschrittener. Aber man könnte doch wenigstens mal, ich weiß nicht, muss man sich das mit dem DLC kaufen? Wähle Schwierigkeitsgrad. Kauft das Schwierigkeitsgrad DLC. Anfänger 1 Euro. Amateur 2 Euro. Fortgeschrittener kostenlos. Profi 4 Euro. Geht ja nur 5 Minuten, ne, wie in einer Demo aus den 90ern üblich. Anzahl der Einwechslungen. Machen wir mal 4. Ball. Kauf einen Bällepark für 4,99 €. Bei einer Demo gibt es ja generell immer nur einen Ball. Stadion.
Ja, wir nehmen mal Nacht. Wetter gibt's gehens. Rasenlänge macht keinen Unterschied, völlig gleichgültig. So, Einstellung haben wir jetzt. Okay, weiter. Strategie. Hello everybody, and this is a quick reminder to let you know that you'll be able to catch today's match broadcast live on our So, wen haben wir denn da? Tolisso, Kimmich. Wen haben wir denn hier noch dabei? Coman auf der rechten Seite. Ne, wir nehmen mal Gnabry. Und für Hernandez. Upamecano. Taktik. Langer Ball über die Seiten. Ja klar, logisch, ne? Weil du hast ja mit Gnabry und Sané zwei, die über die Seiten kommen können. Warum nicht? Quatsch. Na dann. Aber gut. Ah, hier sieht man auch, ein paar Spieler wurden noch nicht mal implementiert. Ne? Die haben diese Standard-Konami-Gesichter. Man hört den Kommentator gar nicht. Aber es ist eh immer dasselbe Gewäsch seit über 5 Jahren. Oder sogar noch länger. Die sehen jetzt schon aus, ob sie gebockt mehr haben. Oh Gott, der Rasen. Das sieht so krank aus. Wo ist die Bayern-Hymne? Die Bayern-Hymne fehlt. Jetzt, man hört sie. Doch. Okay, ich nehm's zurück. Ganz leise. Okay, also die Präsentation, die ist okay. Die finde ich cool. Das haben sie gut gemacht, weil das auch immer so ein Kritikpunkt war in den letzten Jahren. Jetzt schwebt der Ball auch nicht mehr. Ist auch okay. Haben sie gefixt. Aber der Rasen sieht nach wie vor kacke aus. Mal gucken, wie es sich anfühlt, ja. Ach ja, Gas geben ist jetzt auf der Schultertaste. Shit. Nee, doch nicht. Kleinste Bewegung wird dort abgepfiffen, ey. Das sieht so... Naja. Muss Lewandowski damit kommen oder was? Jetzt. Alter, wie schnell ist der andere? Irgendwie emotionslos. Irgendwie juckt mich das gar nicht. Ich versuche immer noch dahinter zu steigen, wie diese Mechaniken hier funktionieren. Das mit dem Dribbeln, mit dem Austricksen, das funktioniert auf jeden Fall besser. Ja, das ist gut, das sieht gut aus. Aber wie die da so auch teilweise über den Rasen gleiten, anstatt... Ich bin zu fett. Anstatt zu laufen, die bleiben da oft hängen. Hier, da hält er an. Das ist genau die Scheiße, die Konami gerne mal macht, ne? Ich gebe den Befehl gar nicht, da hält an. Ja, wie soll ich denn den Ball abnehmen, Alter? So ein Käse! Geht die Kamera wieder nicht? Ja, egal. Kamera ist ausgestiegen. Thank you.
Meine beliebige Taste ist die Taste an der Tastatur. Ach, Konami. Ja, das Spiel ist abgestürzt. Da werden wir halt noch ein authentisches Spiel machen. Wir nehmen nochmal Bayern, aber diesmal gegen einen. Ja. Nehmen wir mal ein brasilianisches Team, ja. Ah ja, weiter. And if you do have a chance today, please take some time out to give your support to our Better Stadium Fund. And this is now today's. Werte Zuschauer, ich kann Ihnen eins sagen. Oh! Yay! Okay, das Trippeln ist auf jeden Fall besser wie in der 2020. Auf jeden Fall. Ja, vielleicht sollte ich den Schwierigkeitsgrad ein bisschen erhöhen. Also das Dribbeln ist auf jeden Fall, das fühlt sich cool an, das ist okay. Also man merkt schon, es gibt, also der Ball fühlt sich besser an, definitiv, nach dem Update. Die Bewegung, ja, die ist halt noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig hier. Zweikämpfe sind halt ein bisschen komisch. Ja, wie soll ich den Ball hier erobern? Was soll ich tun? Hier fehlen die Schatten. Das sieht irgendwie total, in der Wiederholung, das sieht total scheiße aus. So blass irgendwie, ne? Okay, lass mal fallen. Okay, er lässt ihn fallen. Ja, der Ball ist schon ein bisschen besser. Ist noch nicht optimal, aber auf jeden Fall viel besser als vorher, vor dem Update. Ja, da muss noch ein bisschen was optimiert werden, ja. Ansonsten, okay. Da rennt aber auch wieder wie in den letzten Teilen, rennt ihr halt immer hinter den Gegner bei sowas. So, ich werde mal die radikale Offensive einstellen. Mal gucken, was sie dann machen. Ja, perfekt. Müller. Es macht auf jeden Fall mehr Spaß als vor dem Update. Definitiv. Also langsam fühlt sich's wieder besser an. Ganz ehrlich. Also mit den Zweikämpfen steige ich noch nicht dahinter und die Kollisionsabfrage ist der Horror. Aber wie die um die Gegner drumherum kommen, das ist gut. Befehlseingaben sind auch exakter. Sieht geil aus. Muss ich sagen. Sieht wirklich. Das ist okay. Ja, die Wiederholung halt, ne? Da sieht der Ball halt immer noch ein bisschen aus, aber rumschwebt. So, 2-0 jetzt also. Ich werde nachher mal den Schwierigkeitsgrad mal erhöhen. Irgendwie kann ich auch keinen Spieler mehr hinschicken, ne?
Ja, lassen wir mal Neuer was tun. Das ist auch gut. Neuer ist auch draußen. Das kennt man von ihm. Das ist auch gut. Offensiver Torhüter halt. Schade, dass der Rasen keine Beschädigung bekommt. There will be one minute at a time. Die anderen, also die Mitspieler, die stehen mehr oder weniger halt bloß blöde rum. Also man ist der Einzige, der hier mal Druck aufbaut und das ist mit einem Spieler halt ein bisschen doof. Ich weiß nicht, wie ich die schicken kann hier. Wie ich die rüber schicken kann zum nächsten Spieler. Ja, ist manchmal noch ein bisschen hacklig hier, ne? Hier geht ja keiner hin, die stehen alle bloß blöd da. Oh mein Gott. Ja, das war jetzt mein Fehler. Wie man auf dem Gamepad ja sah. Ich muss mal gucken, wenn ich hier näher rankomme, ob ich den anderen Knopf hier nehmen kann zum Zweikampf. Ne, da stolpert er bloß. Hier guck mal, ich habe die radikale Offensive, aber passiert nichts. Die stehen einfach bloß blöd rum. Ich kann die nicht schicken. Ich weiß nicht wie. Ja? Ich drücke. Früher konnte man, wenn ich auf A gedrückt habe, hatten CPU-Mitspieler halt. Genau. Wie funktioniert das mit den Zweikämpfen? Einfach nur den anlaufen oder? Zone. Jo. Gut. Sehr gut. Konter. Oh. Shit. Ah, ich dachte, er spielt dort hin, ne? Also das mit den Zweikämpfen habe ich noch nicht so raus, ne? Ich wollte einen tödlichen Pass machen. Haben wir noch einen anderen Stürmer? Wir nehmen mal Musiala rein hier. Lewandowski hat heute nicht seinen Tag. Kimmich sieht auch aus irgendwie wie eine Fettbämme. Oh, die Zuschauer. Okay. Copy und Paste Zuschauer. Unrealistisch. Und politisch korrekt natürlich, ne? Zum gleichen Teil Asiaten und Schwarze wie Weiße in der Allianz Arena. Kennt man ja nicht anders. Ja, hier die Kollisionsabfrage, die Physik, das ist, hier, da glitscht auch wieder der Arm im Rasen. Das kennt man aber auch schon von früheren Pro Evolution Soccer Teilen. Substitution on the field. Number 9. Robert Lewandowski. Ich bin es auch eigentlich immer gewohnt, dass ich mehr Zeit habe, wegen Wechsel und so.
Ja, ansonsten, es fühlt sich auf jeden Fall besser an als vorher. Also, ja, das ist wieder scheiße, ja, dass er zurückzieht. Ist auch wieder so ein alter Fehler. Und eins hat Konami auch immer noch nicht begriffen, was die Konditionsanzeige angeht. Ne? Ja, die geht halt runter, aber die erholt sich eigentlich auch. Aber hier, die erholt sich bei Konami halt immer nur in der Halbzeitpause und nicht während des Spiels, wenn der Spieler halt mal nicht rumrennt. Ja. Die Bank war komplett leer, ne? Kein Trainer da, keine Auswechselspieler da, niemand. Ist einfach viel zu kurz, so ein Spiel. Und da fängt die Wiederholung fängt halt immer mit dem Anstoß an. Ich frage mich, wo das ein Höhepunkt ist. Was ist los mit Konami? Das ist kein Höhepunkt. Sie haben den Sieg eingefahren, das, weil sie wirklich vor allem durch die Mitte brillant gespielt haben. Eines muss ich noch sagen, vielen, vielen Dank. Hansi, die Anzeige, das sieht so ranzig aus. Gelb, blau und dann dieses Pink. Zeig doch mal den Namen von Müller. Ich will wissen, ob die endlich mal die Umlaute haben. Auf den Trikots. Das ist wirklich, also... Gut, es ist ein sehr niedriger Schwierigkeitsgrad, aber... Selbst da sollten die Gegner nicht so abgrundtief dumm sein. Das war ein Blödsinn hier, ey. Macht denn der Sanitär? Ich muss jetzt noch mal gucken. Ich will sehen, ob die bei den Trikots wenigstens endlich mal die Umlaute reingebaut haben. Nee, Revanche nicht. Ich will mal einen anderen Gegner haben. Nehmen wir mal Juve, oder? Oder? Ah, nee, nehmen wir mal Arsenal. So, Einstellung. Was war das? Gameplay. Ja, Superstar. Spielgeschwindigkeit ist eigentlich schon relativ flott, also da würde ich jetzt minus 1 lassen. Das ist okay. Regeln. Scheiße. And this is now today. Einen schönen guten Abend, das wünsche ich Ihnen, liebe Fußballfreunde, willkommen hier vom Göttinger-Torenplatz. Es ist, das kann ich Ihnen sagen, alles angerichtet. Rasentop, Zuschauer, ups. Ausverkaufte Hütte und die äußeren Bedingungen, die sind auch dumm. Jeder Schuss ein Treffer. So schnell geht das. Kenne ich aber auch von der PS 2020. Ein Schuss, ein Treffer. Der Gegner trifft fast immer mit dem ersten Schuss. Die ziehen wieder zurück. Das ist auch was ich nicht verstehe irgendwie. Ball ist noch heiß, dann ziehen die wieder zurück. Jetzt wäre es geil, wenn mal einer mitkommen würde hier. Ja, die stehen bloß... Ja, das ist eben komplett scheiße hier. Das ist Blödsinn. Also die Zweikämpfe sind scheiße. Mein früher hast du auf... also ich zumindest habe dann immer auf A gedrückt, dann bist du halt in den Zweikampf gegangen. Fertig. Jetzt... Warte mal.
schnell. LT halten. Grätsche, Attacke. Wenn der Gegner dribbelt. Ah. Ja, mache ich doch die ganze Zeit. Das wird aber immer abgepfiffen. Grätsche, ist klar. Aber ich will mal einen Spieler hinschicken. Stand jetzt bloß da. Die stehen bloß blöde da. Die machen. Offensive. Da sind wir meistens dann, also bei den anderen Pro Evolution. Ja, abgelaufen. Okay. Falsch. Falsch. Auch wieder falsch. Ja, das ist schon ein bisschen knackiger hier. Aber ich denke mal, wenn man sich da reingefuchst hat, ist das schon, da geht das schon besser. Den Ball musst du schon erwischen. Mein Befehl war ja über die Außen, ne? Aber außen ist jetzt gar keiner. Greift keiner an. Muss man nicht verstehen. Spieler schicken gibt es ja anscheinend nicht, ne? Du kannst keinen Spieler losschicken, ne? Du musst alleine alles machen. Weil die Mitspieler sind doof. Die stehen bloß, ja, wie ein Alibi stehen sie halt da, ne, die decken nicht und nix. KI, mangelhaft. Außer im Angriff, da scheint das einigermaßen zu funktionieren, ne. Oh, Müller hat Umlaute. Geil. Ob das dann aber auch bei den Nicht-Lizenzierten ist, wenn du da im Editor zum Beispiel dann irgendwas mit einem Umlaut einträgst, das ist dann wieder die andere Geschichte. So, jetzt gehen wir mal in die radikale Offensive. Aber ich merke hier nicht, dass sie nach vorne gehen. So, jetzt habe ich mal umgeschalten. Lauf! Und jetzt kann er den Konter einleiten. Mit viel Gefühl. Ich habe das Gefühl, alle sind so schneller als wir. Selbst mit Ball. Das hat Konami eigentlich schon immer gehabt, das Problem. Süle! Alter, was machst du da, Süle? Ein Tor. Süle macht ein Tor. Okay, er steht ein bisschen sehr schnell auf, ne, aber... Ja, ich habe jetzt die radikale Offensive gemacht, ne, da kommt natürlich auch der Innenverteidiger vor. Jetzt freuen die sich, ja. Ja, es lohnt sich eigentlich jetzt nicht hier noch zu wechseln, ne?
Einstellung. Oh. Nee, warte. Strategie, dass man da immer rumschalten muss. Ja, nehmen wir Marco Mahn, der kann das auch machen, die Position. Ich habe vorhin auf die radikale Offensive gedrückt, habe ich ja immer noch, aber da reagieren die gar nicht drauf. Zweikämpfe sind trotzdem scheiße. Das ist Rotz. Das auch. Die Torhüter sind, ja, nach wie vor, ne? Also, ich verstehe es nicht. Macht null Sinn. Dürfen das, bei mir pfeifen sie, wenn ich das mache. Das finde ich zum Beispiel cool, ne, mit dem, dass der Ball dann nur reinkommt. Blödsinn. Die orientieren sich da lieber, wo der Gegner steht, aber nicht, wo der Ball ist, ne? Dann kommt sowas raus. Kennt das nicht, das ist scheiße mit den Zweikämpfen, ey. Ja, das war's. Ja. Fazit, es ist auf jeden Fall viel besser als die Version vor dem Patch. Der Ball fühlt sich ein bisschen besser an. Die KI kann man eigentlich komplett vergessen. Wie man gesehen hat, die Spieler, die KI-Kollegen laufen eigentlich nur blöde hin und her. Also die keine Manndeckung, taktisch eine komplette Katastrophe. Die hören auch nicht, wenn ich da irgendwie die Taktik umstelle. Das interessiert die nicht, ne? Das ist einfach 0815. Aber was das reine Spiel angeht, ist es definitiv besser als vor dem Patch. Auf jeden Fall. Aber das ist jetzt nichts. Ich sag mal so, Superstar. Der Schwierigkeitsgrad, also wenn ich das Spiel jetzt, also wenn ich jetzt noch 10, 12 Spiele mache, dann rotze ich die dann auch weg. Also das ist jetzt nicht die Herausforderung gewesen. Da denke ich mal, ist ein bisschen Feintuning vielleicht noch nötig, aber hier ist sowieso viel Tuning nötig. Trotzdem, es scheint sich zumindest gameplaymäßig ein bisschen zu verbessern. Auch das Publikum sieht nicht mehr ganz so schlimm aus. Mal schauen. Also nächstes Jahr geht es ja weiter mit den Patches, da bin ich mal gespannt, aber ich bleibe nach wie vor misstrauisch. Ich würde mich freuen, wenn es funktioniert. Ich freue mich dann auch, wenn die Meisterliga kommt. Ich möchte ja auch mein eigenes Team wieder aufbauen und sowas. Da wird man sehen, wie sich das dann entwickelt. Bloß, ja, ich sag mal auf jeden Fall, das, was sie hier verbessert haben, ist schon gut. Und was sie am Anfang da erzählt haben, die ganzen Bugs, habe ich jetzt nicht so viele davon gesehen. Also das lief eigentlich ganz gut. Ja. Du kannst das nicht umstellen. Es läuft auf, ich weiß nicht auf welcher. Hier steht Auflösung, nur Fenstermodus 1280x27. Ich spiele aber mit ganzem Bildschirm. Und da würde ich auch gerne mal wissen, welche Auflösung das überhaupt ist. Das kann ich nur hier irgendwie einstellen. Und dann hat das noch nicht mal die Einstellung, die mein Bildschirm hat. Verstehe ich nicht. Nun gut. Das Ding können Sie eigentlich komplett weglassen hier. Okay. Ja, abbrechen. So. Ja, das, also mein Fazit nach dem Patch ist auf jeden Fall positiv. Was jetzt das gesamte Spiel angeht, bin ich immer noch der Meinung, ja, da fehlt noch vieles. Aber was das Gameplay angeht, haben sie schon ein bisschen was verbessert. Man merkt es auch. Wie weit die das jetzt noch verbessern, das wird man sehen. Bloß, ja, das macht irgendwie Spaß, aber ich musste erst die ganzen Modi ausprobieren, ne? Also zum Beispiel die Meisterliga, ne? Aber das wird dann noch eine ganze Weile dauern. Der Umfang ist einfach, selbst für eine Demo heutzutage, ist der Umfang einfach mega wenig.
Also der hätte jetzt mal zwei Bälle nehmen können, die man sich aussuchen kann. Oder mal 10 Minuten Gameplay, dass man hier 10 Minuten spielen kann, anstatt 5 Minuten. Mir kann ja keiner sagen, dass das noch nicht einprogrammiert ist. Ne? Also die Spieldauer. Also das kann man nicht erzählen. Es gibt keinen logischen Grund, warum man die Spieldauer nicht wenigstens anpassen kann. Das ist Schwachsinn. Ja? Mir kommt das so vor, als ob die dann immer Stück für Stück halt neue Funktionen hinzufügen wollen, damit sie irgendwie immer denselben alten Scheiß in der neuen Verpackung präsentieren können. Also, es fühlt sich zum Glück aber nicht mehr so an wie so ein Handyspiel. Es ist aber, mir kommt das vor, irgendwie wie ein Hybrid derzeit. Und ja, was die Kollisionsabfrage angeht, das ist blödsinnig. Also, das ist, fühlt sich auch irgendwie nicht gut an, wenn du in die Zweikämpfe reingehst. Das funktioniert irgendwie nicht. Ansonsten, das Trippeln war cool. Das hat mir gefallen, ne? Wie in dem ersten Spiel Sané da so rumgetrippelt ist und so. Also das haben sie, das ist gut. Fühlt sich auch gut an. Und der Ball, also wenn du jetzt die Rasenlänge veränderst, kurz oder lang, hat man gesehen, das hat null Auswirkung. Normalerweise bei, wenn der Rasen länger ist, da springt der Ball weniger. Wenn er kurz ist, springt er mehr, je nachdem, ob der Rasen dann noch nass ist oder nicht. Aber das kann man ja hier noch nicht einstellen. Der Ball springt generell nicht hoch, irgendwie. Also jeder, der mal einen echten Fußball in der Hand hatte, weiß, dass die Dinger springen eigentlich auf kurzem Rasen ziemlich hoch. Das ist hier halt, also die Ballphysik ist noch nicht wirklich perfekt. Das hat man eben in den anderen Teilen besser gemacht. Aber gut, vielleicht liegt es auch daran, dass man eben mit der Unreal Engine da vielleicht noch Probleme hat mit der Physik. Das scheint mir generell ein Problem zu sein bei dem Spiel, die Physik. Also die Ballphysik, aber auch die Physik zwischen den Spielern untereinander. Ne, das einerseits Geglitsche und andererseits bei den Zweikämpfen, wenn ein Süle in den Zweikampf geht gegen einen, der einen Kopf kleiner ist, da merkst du da keinen Unterschied. Ja, also wenn da ein Süle einen antippst, ne, da bleibt der kleinere Typ dann einfach stehen, als ob nichts gewesen wäre. Umgedreht genauso. Also ich fühle die Körperphysik da irgendwie nicht so richtig. Ja, abgesehen davon, glaube ich, die sind schon auf dem richtigen Weg, warum sie zuerst halt diesen Rotz rausgebracht haben, was überhaupt null Spaß gemacht hat. Jetzt macht es mir sogar ein bisschen Spaß, aber mehr auch nicht. Also das ist jetzt nichts, wo ich sage, okay, das spiele ich jetzt die nächsten Wochen grundsätzlich durch. Das werde ich definitiv nicht machen. Dazu ist es einfach zu dünn. Die Kommentatoren habe ich ja extra ganz leise gemacht. Ne? Das ist ja seit Jahren derselbe Sermon, der da abgequatscht wird. Plus 3 neue Sätze. Brauche ich nicht. Ansonsten, ja, von Schulnote 6 auf Schulnote 4-, was das reine Gameplay angeht. Immerhin. Und ich glaube mal, auch im Frühling wird da jetzt nicht allzu viel passieren, was neue Modi angeht oder sowas. Die werden sicherlich am Gameplay noch was machen. Und ja, bis dahin heißt es abwarten und Daumen drücken, ne? Weil ich mag eigentlich Pro Evolution Soccer, gut, das gibt es ja jetzt nicht mehr. Ich mag nicht E-Football, aber ich gebe dem Spiel natürlich halt noch eine Chance. Bloß es bleibt dabei bei dem typischen deutschen Spruch, was nicht kostet, ist auch nicht. Und derzeit ist es halt auch nicht, ne? Weil der Umfang ist einfach minimal. So, ansonsten, ich wünsche noch was und bleibt sportlich.